Alex, jetzt mit drin, wie läuft's? Es läuft, es läuft. Es ist alles da in der Gasse. Läuft. Die Auftritte sind voll im Gange, ja. Vielsprachig unterwegs, he? Du jetzt. Ja, genau. Was sind so deine favorisierten Sprachen? Gehst du ein bisschen aussehen? Ein paar hübsche Italienerinnen oder lieber Bulgarinnen? Oder was hast du am liebsten? Ja, du, man schaut jetzt an, wo vor zu auftreten und Zeug und Sachen. Das ist schon gut. Und jetzt du als Rüdeliputz, gell? Du bist ja in voller Montur. Also wirst du da wahrgenommen von diesen ausländischen Gästen? Ja, ich nehme an schon. Darum haben wir uns ja auch angeleitet, Carlo und ich, dass wir auch sagen, dass wir Rüdeliputzen sind, ja. Jetzt bist du vorher mit der Frau unterwegs gewesen, hast ja gestern festgestellt, den Kriesner immer Hand in Hand. Aber jetzt, als es ums Interview geht, hat sie gesagt, sie will nichts wissen, sie kann Rüdeliputz. Also das ist und bleibt ein Männerverein. Das ist richtig, das stimmt und das wird nach längerer Zeit so bleiben. Hat es ähnliche Gruppen da jetzt wie ihr? Eine hat es gestern gegeben, gell, wo so ein ähnlich war, eine Mädchengruppe. Die durften Musik machen und dann die anderen sind alles Männer gewesen, oder? Ja, das stimmt. Ja, es hat ähnliche Figuren wie die Rüdeliputze da mit den Hüten und alles zusammen. Ja, die haben wir gestern oben im Festzelt gesehen oder in der Schöntalhalle. Sie sind heute auf diesen Plätzen am Auftreten. Hast du eine favorisierte Gruppe jetzt? Nein, ich tue mich für alles interessieren. Ich schaue alles an, quasi, was da auf diesen Plätzen jetzt abgeht. Kriesner sind ja immer sehr weltoffen. Haben sie schon ein bisschen Kontakt gesponnen? Also jetzt sind sie einmal in Deutschland, einmal sind sie in Amerika. Was meinst du, haben sie schon irgendetwas einbändelt, wo sie das nächste oder die nächsten Jahre mal hergehen? Nein, bis jetzt nicht. Bis jetzt sind wir zeitlich noch nicht dazugekommen, aber da wird sich der morgen wahrscheinlich im Zunftmeisterempfang geben. Hoi, hoi. Also als Zunftmeister bist du auch dabei? Ja, sicher. Als OK-Präsident muss der Zunftmeister dabei sein. Aha. Ja, also dann, in dem Fall, auf was freust du dich jetzt am meisten so bei diesen 3-4 Tagen? Also es endlich fertig ist und die andere Fasnacht kommt, oder was? Nein, es ist wieder etwas anderes, es ist ganz etwas anderes in der normalen Fasnacht. Da freue ich mich natürlich auch darauf, dass man dort nochmal ganz etwas anderes zahlt, statt das echt. Aber jetzt vor allem dann heute noch die Auftritte, die wir haben überall und morgen sicher der grandiose Brauchtumsumzug. Und gell, ihr habt es verdient, ein Kaiserwetter oder wie man könnte sagen, ein Königswetter, also speziell für die Rüdeliputze gemacht. He? Ja, das stimmt, da haben wir vor 5 Jahren auf Ding geschrieben, quasi, dass wir schön Wetter wollen und da haben wir eine Art 5 Jahre lang jetzt so durchgezogen in der Ockensitzung und haben es auch bekommen, jetzt, das Wetter. Also was auf Ding geschrieben? Jetzt muss ich wissen, wo muss man da her schreiben, wenn man schönes Wetter will? Was ist das Ding da? Da haben wir angeschrieben quasi auf die Veranstaltung, dass da ein Muss ist. Es hat solche Muss-Kriterien gegeben und Soll-Kriterien, das ist unter dem Muss-Kriterium gefallen. Alles eigentlich, kein Wunsch mehr offen, alles perfekt. Nein, dass es keinen Unfall gibt und alles friedlich abläuft bis morgen oben und am Montag alle gut heim können. Du, mir ist gestern aufgefallen, hat eine längere, mehr junge Rüdeliputze. Ist wieder in, he, der Verein? Ja, ich würde sagen, kommt wieder langsam. Also, wir haben jetzt gerade vor 2 Jahren einen rechten Zulauf bekommen von jungen Leuten. Von dem her, ja, ich würde sagen, Tradition stirbt nie aus. Da sind wir gestern ganz scheuch nebeneinander gekommen, die Mädel und ihr. Also, da tut sich noch nicht viel. Aber könnte sich da noch etwas anbahnen? Rüdeliputze auf einmal auch weiblicher? Ja, also die Fasnacht ist schon erst gerade angefangen. Wir können nicht am Anfang schon Vollgas geben, wir müssen nur noch 2 Wochen durchheben. Wir sind so quasi, wir müssen aber mit der Rüdeliputze mitlaufen und für sie Musik machen. Weißt du, frage ich mich schon lange. Ihr macht Musik, da hat es einen Haufen Mädchen dabei, aber mit dem kein anderer Verein sind lauter Männer drin. Ist doch nicht in Ordnung, oder? Sorry, ich habe nicht verstanden. Ist doch nicht in Ordnung, dass die Rüdeliputze lauter Männer sind? Ja, es hat ja schon auch Frauen dabei, die sind halt nur die Ehrendamen. Aber bei uns im Rindl ist es auch so, dass die meisten Guggen zum Beispiel keine Frauen nehmen. Von dem her ist es ein bisschen ähnlich. Aber da, hey, aber das geht doch nicht! Jetzt haben sie es nicht mitbekommen. Ja, Frauen müssen doch endlich auf den Vormarsch. Ja, ich weiss es nicht. Nein, ich weiss es nicht, wieso. Es ist einfach so. Ja, wieso ist denn so? Nein, ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Ah, du weißt es, wieso ist es so? Nein, ich weiß es auch nicht, wieso. Ja, wir fragen uns alle, gell? Ja. Ja. Das, was ich weiss, ist, dass ledig sein müssen und nicht. Und verheiratet, also ja, einfach ledig und kein Freund und ja, nicht verheiratet dort sein. Ja, bist denn du nicht mehr ledig? Hast du vorher mit dem Handy gerade deinen Mann da? Nein, wohl, das bin ich schon noch. Also hättest du jegliche Chance, um beitreten können? Ja. Selbst schon. Müssen wir reden mit diesen Männern, nicht? Was meinst du? Ja, müssen wir schon einführen. Das ist schon wichtig. Hey, das ist super.
Du, hast du das mal gesehen? Das war im Fall ein Sauenblatter. Ich habe mal gefilmt, was das gemacht hat. Das ist grausam, das stinkt, das ist grusig. Ja, ich weiss, wir haben auch immer im Chatter, ich glaube, für die Eröffnung hat es auch eine Gruppe, die mit Sauenblatter unterwegs ist. Du, dann können wir. Belgique, hä? Yes. Yes. Vous êtes un petit fou? Un petit fou? Oui. Un coffre? Oui. Oui, évidemment. Ça. Pourquoi? Et les femmes? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Les femmes, là. Oh! Là. Ouais. Juste là. C'est tout, hein? Ouais. Woher kommt ihr? Wo kommt ihr her? Wir kommen von Endingen. Endingen? Endingen am Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg. Ja, das sind ja die, wo die Berliner sagen, die Nordschweizer, hä? Von der Sprache her nicht unwahrscheinlich. Und die ganz verrückten Kerle sind dies, oder? Mehr oder weniger, ja. Viel saufen? Ja. Frauen dabei? Hm? Frauen auch dabei? Nee, wir sind eine reine Männerzunft. Also, und eben heute am Nachtreffen sind nur Aktive dabei. Von dem her sind nur Männer dabei. Aber ich sag mal, Emanzipation der Frau, alles Schwarzer. Und auch in Deutschland, alles Männer, Männer, Männer. Warum das? Alles Männer. Also, wir sagen, wir sind in der Zunft und schaffen, dass die Frauen fast nicht machen können. Du kennst schon hure Schade, dass die Frauen dabei sind. Warum wir filmen? Hast du auch kein Bett gegeben? Woher könnt ihr mehr? Woher könnt ihr? Kommt der Nuri? Nein, hör auf, du! Was ist denn das da oben? Ist das der Hut vom Gessle? Fast, ja. Also so zu sagen, ja. Und das da ist der Gute? Das ist der Cowboy? Nein, das ist der Gaul, ja. Nein, ja, der Gaul, ja. Ja, und das da? Was ist denn das da? In dem Fall noch die Stange. Und weißt du, ist in Uri ist die Welt auch in Ordnung. Keine Frauen dabei, gell? Mal, die haben wir auswärts gelassen. Ah, okay. Was sind denn Frauen dabei? Sind da Frauen dabei, selbstverständlich. Frauen? Ja, ja, wahnsinnig, ja. Doch. Die machen fast nach der so richtig gut. Sich so als Frau unter vielen Männern. Gut. Aber gestern bist du so ganz schüchtern neben gesessen. Also mit Anbandeln ist bei euch nicht so viel los, hä? Moment. Schon? Grund. Wie läuft das Geschäft? Super, tipptopp. Zahlen es. Besser geht's nicht. Zahlen es anständig. Wie? Yeah. Zahlen es anständig. Ja, sicher. Alle da, eins und wieder. Du hast mir gesagt, du seist Moslem, gell? Du, ja, machst du auch mit, hä? Ja. Halt, ich bin jetzt hier nur an der Kassendienst. Ja, ja. Und das ist für dich jetzt kein Problem, hä? Nein, sicher nicht. Bei einer Gruppe mitmachen, gängt dir das? Ja, es ging schon, aber mein Gott, es ist ja jeder sein, wo er mitmacht und was er macht. Es ist ja nicht religionabhängig, ob man jetzt da machen sollte oder da. Ich meine, wenn jemand Freude an dem hat, soll es machen. Ist doch so. Das Leben ist doch für jeden etwas wie Selbsterfahrung. Wenn man es nicht machen will, macht man es nicht, macht man es aus. Ist selbst halt schwer zu sagen. Ich
Wie läuft es im Festbüro da? Oh, ich bin gerade gekommen. Es gibt so Zeiten, wo viel läuft und dann andere, wo nicht so viel ist. Jetzt kommen die Leute einfach fragen, was los ist. Und was ist jetzt los? Zum Beispiel, wo sie müssen die Laternen abholen müssen. Zum Beispiel, ob sie eine Zeitung mitnehmen können, dass sie wissen, wo die Auftritte sind. Was kann ich jetzt noch holen? Gehen Plaketten kaufen. Also voll beschäftigt, hä? Ihr hier, im Festbüro? Ja, es geht. Wir mögen es machen. Du musst jetzt einsteigen und dann noch mal das vielleicht. Woher könnt ihr? Aus Wilflingen. Ah, und wer bist du? Ich bin der Karl-Olga Schäfeli. Der Chef? Hä? Bist du der Chef da? Jetzt bin ich selber, ja. Ja, hab ich gedacht. Und da unten? Was ist das da? Kann man das da? Das sind Glocken. Ah, und? Die klingen oder wie geht das? Ah, so. Du weißt, was ganz speziell ist? Ihr habt Frauen dabei! Aber das ist nicht Döflingen, das ist Weigarten. Ah, so, ach so. Das ist auch Weigarten. Ah. Was ist denn jetzt so wieder? Wenn ihr so hart seid, weil ich bei dir. Zu Wilfingen, gell? Ja, von Wilfingen. Frau dabei? Was? Frau ist dabei? Ja. Ganz speziell, bist die Einzige? Nein, gibt's also noch viele andere. Echt? Ja. Das ist aber ganz speziell, weil die meisten Gruppen haben nur Männer dabei. Ach so? Ja. Wir haben auch Frauen dabei. Und, wie fühlt sich das an? Super. Marlen Schäckenburger, jetzt endlich angekommen in Altstetten. Jawohl. 2 Stunden Fahrt. Ja. Wie fühlt sich das an, da unter all diesen vielen Leuten? Wir haben da gar kein Problem damit. Wenn das eine gute Fahrt gehabt hat, der ganze Morgen schon, eine gute Fasnachtsstimmung gehabt. Von dem her sind die 2,5-3 Stunden wie im Flug vergangen. Kein Problem. Und wann treten ihr auf? Am Abend um 9 Uhr, gell, habe ich gehört? Nein, wir haben mehrere Auftritte. Wir treten jetzt nachher um 17 Uhr auf dem Frauenhofplatz auf. Kommt dann gemeinsam zum Abendessen. Kommt dann gemeinsam zum Abendessen. Wäre dann um 20.20 Uhr nochmal auf dem Frauenhofplatz auftreten. Wäre dann um 21 Uhr auf dem Rathausplatz auftreten. Und hat dann zumindest für den Samstag der erste Teil für uns rum. Offiziell zumindest. Hey, hast du die Leute im Griff? Ja, es funktioniert alles. Hat bisher alle gesprochen. Du, was ist das tun da? Sauerblatter, grausam! Hey, das stinkt ja unglaublich. Haben das ja, dabei? Das ist halt so. Nein, wir haben keine Sauerblatter dabei. Ah. Aber Möhringer. Möhringer sind das dabei. Sind viele Deutsche da? Viele deutsche Gruppen? Fünf deutsche Zünfte sind da, ja. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Deutschen, die haben auch Frauen dabei. Das ist ja. Ja, nicht wir alle, auch. Aber fast wir alle. Wir auch, ja. Ihr auch, gell? Ja. Ja, ja. Aber du bist der Chef, gell? Ich bin der Zunftmeister, ja. Du bist der Größte, 1,95. 1,93. Ohne Schuhe. Und Kollegialität zu den anderen deutschen Gruppen ist gut da? Ist gar kein Thema, ja. Ah, so, okay. Funktioniert. Was ist das Nächste, was bei euch läuft? Nochmal bitte. Was ist das Nächste, was bei euch läuft, wenn Salzstätten vorbei ist? Wir haben dann nur noch die heimische Fasnacht vor uns. Wir sind dann fertig, wenn am Sonntag drauf, dann der Zunftball und dann geht es los am schmutzigen Donnerstag um 9 Uhr mit dem ersten Umzug. Nehmen die Jungen, nicht die Eltern. Also bist du ganz sicher? Ja, woher kommst du denn? Möhringen. Von Möhringen. Echt? Baden. Eine der 5 deutschen Gruppen, hä? Jawohl. So sieht's aus. Und, wie ist denn Fasching hier und bei euch? Bei uns oder hier? Ja, na, gibt's einen Unterschied? Viele. Ja, was denn? Wenig los. Aber mehr saufen dafür? Ah, nein. Nein, das hätte man nie sagen. Also es ist wirklich schön und wir haben das super Wetter ausgesucht. Gell, Wetter ist gut. Besser kann man es fast gar nicht mehr machen. Super. Aber das ist natürlich, wenn Engel reisen. Ja, also genau. Sprich mir. Genau. Und habt ihr schon Freundschaften angeknüpft? Ja, selbstverständlich. Echt? Mit Frauen, mit anderen Männern? Ah, mit den Slowenen? Mit den Slowenen? Ja, das ist. Die waren heute Mittag hinter uns. Die können gut singen, gell? Und spielen. Die können gut Glocken machen. Ach so. So.
du haben die Wittlauer mit der Fasnacht zu tun? Ja, nicht so viel, aber wir sind eingeladen worden. Und weißt du, was ganz speziell ist? Nein. Es hat bei keiner Fasnachtsgruppe so viele Frauen dabei wie bei euch. Aber jetzt gleich eine Frage. Könnten die Wittlauer überhaupt Fasnächteln? Es stellt sich heute noch aus. Schon Abgang, weil sie weiß, okay. Aber nein, ich muss schon sagen, es ist eine tolle Sache. Und ich finde es wunderschön, mal auch fremde Hersteller zu sehen, wie sie ihren Brauchtum einfach traditionieren. Wir denken immer aus dem Schwäbischen, Alemannischen. Wir haben es gelernt, wir haben es können und wir haben es gemacht. Aber es ist nicht wirklich so. Auch die können es. Und bei uns in Möhringen ist es ja mega Tradition, dass man sich dann auch bei Altstädten bedenkt. Hey, 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 eine Frau mit so einem Ding. Geht das? Ja. Unglaublich, hä? Das ist wie wir daheim. Schwere Arbeiten machen alles die Frauen. Ja, so wie ich dich einschätze, du magst recht saufen, gell? Nein, ein bisschen geht schon. Gell? Was ist für dich Fasnacht? Fasnacht saufen? Ja. Ja. Saufen? Ja. Frauen? Ja. Ja, ja. Hauptsache saufen? Hauptsache saufen. Ja. Was ist für dich? Was ist für dich denn Fasnacht? Was bedeutet für dich Fasnacht? Fasnacht ist cool. Cool, was ist cool? Ja, Schleswig läuft viel und ja. Bist du Wittlauerin? Nein. Anstädterin? Nein. Woher kommst du? Schreibste. Bist du extra dahergekommen? Ja. Super. Bis Südhausen und bis sie ihr Kostüm da auch recht vorstellen können. Mittendrin, wie geht's dir? Ja, ein bisschen müde bin ich schon, ich muss sagen. Weil die Anspannung lädt jetzt eine längere Zeit an. Aber heute ist natürlich das Highlight, wo alle Gruppen angereist sind. Und da ist man schon ein bisschen angespannt, oder ja, muss man sagen. In Erwartung in dem Sinn. So, wie geht's daheim? Ja, eigentlich tipptopp. Wir sind eigentlich nicht so viel daheim, aber stört ja nicht. Wenn so viel los ist unterwegs, dann sind wir auch gerne dabei. Du machst ja voll mit, gell? Ja, mache ich mit, von Anfang an. Seit der Planung. Obwohl es ein reiner Männerverein ist, gell? Obwohl es ein reiner Männerverein ist, bin ich dabei, ja. Jetzt habe ich vorher gesehen, da, gell? Jetzt können die Deutschen, die Wilfinger, gell? Der Schneckenburger ist um die Ume gestolziert. Das heisst mit anderen Worten, du musst wahrscheinlich bald wieder gehen, he? Vermute ich. Ja, das ist jetzt gerade Wilfinger gewesen, der Zunftmeister, der Manuel. Und die freuen sich natürlich, dass sie da sind. Und es ist für uns natürlich schon etwas Spezielles, dass wirklich so viele tolle Zünfte hier in Altstädten sind. Dir winken viel, du hast viele Bekanntschaften, gell, da natürlich. Ja, mittlerweile bin ich natürlich, ja, vielleicht glaube ich auch ein weißer oder roter Hund in dieser Szene. Weil wir haben jetzt, ja, mit dem Event, das jetzt hier abgeht, haben wir natürlich uns schon ein bisschen vor den Grund gestellt. Und ja, wir möchten das ja in dem Sinn auch, weil es ist unser 100. Geburtstag. Jetzt bist du in den USA gewesen, bist x-mal in Deutschland und so weiter. Was wäre so dein Lieblingsziel, wo du möchtest hergehen? Hast du etwas anbandeln da? Mein Lieblingsziel, also da wäre vielleicht auch wieder so internationale Narrentreffen, vielleicht einmal in Griechenland oder ja, in Portugal, das wäre sicher höchst spannend. Und jetzt schau mal, oh, das lässt es sau ab, du bist ja unglaublich. Ey. Was sind denn das da? Das sind unsere Gäste aus Österreich, aus der Steiermark. Faschingsrenner aus Krakau-Dorf. Die gehen normalerweise von Ort zu Ort, also von Hof zu Hof. Und hier zu Altstädten können sie das nicht. Jetzt mache ich jetzt einfach ihre Vorführung hier, zumindest in der Markasinne. Also gell, bei der Fasnacht da muss man eindeutig fit sein. Und ohne, wenn man nicht fit ist, dann geht es nicht, gell, bei der Fasnacht. Ja, man muss schon fit sein und sonst gibt es ja eine Apotheke, wo man etwa ein Mittel kaufen kann. Thank you.
Verrückte Sachen, gell? Verrückte Sachen. Das würdet ihr nie machen, so etwas, nein, gell? Nein, das Zeug machen wir nicht. Nie, gell? Nein. Immer seriös, hä? Gell? Gut. So etwas würdet ihr nie machen, nie, hä? Ja, wollen wir springen mit dem Lumenand, aber nicht so schön hintereinander. Check! Spielst du Theater oder jetzt bist es du? Ich habe 44 Jahre lang Gruppen betreut. Genau. Oder? Ja. Und das sind die sogenannten Schulklassen gewesen. Genau. Jetzt betreue ich die Faschingrenner aus Krakodorf, Steiermark. Es ist eine 50-köpfige Gruppe und ich habe viel zu sagen, aber es ist die lustigste bisher von allen. Aber zum Bändigen unmöglich, gell? Ha? Zum Bändigen unmöglich. Das ist auch nicht mein Job. Sie hat selber den Chef dabei, oder? Aber du jetzt, check. Ja. Hand aufs Herz. Ist genau deine Gruppe. Du bist ja selber auch ein Schlitzohr, gell? Hä? Was meint der? Ich sehe ein Schlitzohr? Ja! Nein, ist täuscht. Täuscht? Ich bin ein pensionierter Privatier. Dann hat sich das geändert seit der Zeit, wo du noch der Nordstrasse daheim gewesen bist. Ja, ist schon lange her. Ist schon sehr lange her, ja. Ja, ja, mit Maske. Hey, hey. Möhringen. Nein, keine Ärger. Ma, Möhringen. Also, Nummer 1 sagt 3, 2, 1, los. Gibt es einen Unterschied zu der deutschen Fasnacht hier? Ja, deutsche Fasnacht ist einfach viel farbereicher, viel cooler. Aber ich muss sagen, europäische Fasnacht ist einfach schön. Mit einer aus der EU zusammen zu feiern, ist einfach toll. Und schon Bekanntschaften mit Italien, Portugal, Griechenland? Die Spanier haben wir schon getroffen. Oh, Weiber, alles Weiber. Und es macht wirklich Spaß, mit allen zusammen hier zu feiern. Du, was ist denn los mit deinem Mund? Das bewegt sich ja gar nicht. Ja, der Mund ist schwäbische oder badische Zunge. Das ist eine Holzmaske und die bewegt sich bitte. Beste Pferd im Stall, hä? Over? Over there. Por dentro. Queríamos tener over. What? Du sollst da helfen. So? Si. Was soll ich tun? So helfen. So? Ja. Du, das ist ja international. Verstehst du, was sie sagen? Du bist der Chef da, gell? Ich bin der Ferdi. Ja. Und du wartest und die Köge können einfach nicht. Also, ja, 5 Minuten auf und ab muss man in der Fasnacht immer wieder einmal rechnen, oder? Sie sind auf dem Anmarsch, das war die Leitung. Ich nehme an, dass das jetzt dann klappert, dass die da sind, oder? Hast du bis jetzt eine Lieblingsgruppe gehabt? Also, eine Lieblingsgruppe... ich kann nicht unbedingt sagen, eine Lieblingsgruppe, weil mir sehr imponiert hat, sind Griechen gewesen. Wegen dem Tanzen, gell? Vom Tanzen her, vom ganzen Kostüm her. Es ist für uns eigentlich etwas Fremdländisches, weil wir uns ein bisschen die schwäbisch-alemannische oder alemannische Fasnacht gewohnt sind. Und da ist natürlich wiederum etwas ganz anderes, oder? Du, fertig, ganz eine andere Frage. Bist du Pensionist? Ich bin Pensionist, jawohl, ja. Aber hast du graue Haare? Das habe ich auch, ja. Weil jetzt sind sie so grün, ist das mit der Fasnacht zu tun? Jetzt hat es mit der Fasnacht zu und vor allem mit unserer Hintergrundbeleuchtung, die wir hier haben, oder? Stefan, du bist Betreuer, gell, von der Wilfinger? Ja, bin ich, ja. Jetzt musst du es holen, die Köge könnte einfach... Ich gehe es jetzt holen, jetzt geben wir Gas, oder? Du, ist eine wilde Gruppe, oder hast du es nein, im Griff? Nein, eher ein bisschen Brafi. Ah, ein Brafi. Also gut. Ist gleich, wenn zwischen dir mal ein bisschen eine wilde kommt. Gut, also, dann warten wir okay. Mal. Gut, super, freue mich. Tschüss.
immer Fasnacht, immer Fasnacht. Ja! Du bist dafür und Flamme gesehen. Jetzt eben Piazzen oder Apparat, passt du? Nein, aber du bist für und Flamme für Fasnacht. Ja, 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 ja. Ralf, wie läuft's? Ja, wunderbar. Ich glaube, es ist sehr friedliches Fest. Man sieht einen Haufen Figuren von ganz Europa. Man kann sich nicht besser vorstellen, auch mit dem Wetter, das wir heute hier haben. Verdienen durch einen Huren umsäckeln, gell? Ja, es geht noch. Nein, wir sind relativ gut organisiert. Die Journalisten wissen etwa, was sie machen sollten oder wo läuft, besser gesagt. Und da sind sie recht selbstständig. Etwa mal gibt es eine Frage und dann darf ich dort ein bisschen unterstützen. Hast du einen Haufen Sprachen müssen können? Oder weißt du das Deutsch und Englisch? Ich habe nicht viele Sprachen. Von dem her hat es sich selbst schnell erübrigt. Nein, jede Gruppe ist ja betreut. So jemand, der die Sprache beherrscht. Oder wenn mal, dann sie sich dann auch auf Englisch verständigen. Also ich nicht. Ich habe bis jetzt immer fast Mundart reden können. Oder Schriftdeutsch im schlimmsten Fall. Das haben wir ja gemeinsam, gell? Aber wenn man das alles so sieht, dann wäre es auch mal lieb. Man könnte mehr Sprachen, gell? Ja, das ist definitiv so. Werner Schöding kennt man vielleicht noch ins Gespräch mit diesen Gruppen. Obwohl, sie haben es wieder wegen Stressiger wie ich, weil sie von einem Auftrittsort zum anderen. Und ich kann mir selber ein bisschen einteilen, wenn nicht irgendwie euch anrufen können, wo man her sollte. Hat es Lieblingsgruppen gegeben für dich? Ja, ich finde recht viel spannend. Also, ja, in dem Sinne, eine Lieblingsgruppe, nein, jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, gibt es
gibt es für mich eigentlich nicht. Ich finde, die vielen Eindrücke, die man hier haben auf so einem kleinen Raum hier zu Altstetten, da ist vor allem eindrücklich. Das ist dann wirklich auch so, wie es bei uns in der Schweiz eigentlich so ein bisschen ist, mit der Puppenmusik. Und das ist jetzt wirklich so ein bisschen Brauchtum von allen Ländern. Ja. So als Pfarrer, was ist Fasnacht für Sie jetzt? Ja, ich bin von Haus aus kein Fasnächtler. Aber meine Mutter und ein Bruder von mir sind da angefressen. Ich habe da nicht so. Ich nicht so drücke. Ich habe nicht so den Zugang dazu. Aber Sie sind da, das ist ja mal schon etwas, oder? Ja, das ist ein reiner Zufall. Weil ich eben hier eine seelsorge Aushilfe heute Abend. Also, wir müssen hier auch noch einen Parkplatz suchen, weiter weg, oder? Also das haben wir gerade gehört, dass ich nicht so Fasnächtler. Für dich ist das anders. Du findest das super, gell? Ja, ich bin mir als kleiner Golf bin ich mit der Mutter schon mitgegangen. Die war in einer guten Musik und dann sind wir immer zwei der Spanner schon mitgelaufen. Und ja, das gehört dazu. Du kannst eine Sprache, gell, natürlich? Ja, also ich kann einfach Englisch, wie wir es halt in der Schule gelernt haben. Dann kann ich Französisch, weil ich ein Open-Jahr gemacht habe und dann noch. Und das ist natürlich noch gut jetzt, oder? Mit diesen verschiedenen Gruppen. Das ist ja ganz etwas Spezielles, die Gruppe von Europa, oder? Ja, ist schon speziell. Man muss wirklich mal schauen, wie das man sich verständigt. Und ja, wenn man eben auch auf die Leute zugeht. Also, wenn du merkst, sie können Französisch oder ja, wie verständlich, welche Sprache brauchst du jetzt den Gescheitsten? Ja. Ja. Ist das jetzt eine andere Fasnacht als Altstädter, als du das vorher erlebt hast? Also mit all diesen europäischen Gruppen? Normalerweise ist es Nougat so in der Schweiz, vor allem so da, was in der Nähe so ein ist. Und jetzt dieses Jahr haben sie wirklich, weil es ja Jubiläum ist, haben wir jetzt dieses Wochenende ist eben mit den ganzen Brauchtümern aus Europa. Und dann wird in zwei Wochen ist dann wirklich die Fasnacht, wie man es Salzstedt eigentlich kennt, mit den Guggenmusiken von hier umeinander und auch mit den ganzen Fasnachtsgruppierungen, die Wege zusammenstellen. Und, genau. Ja, und bei euch hier am Stand, es sind ein Haufen Ausländer natürlich dahergekommen. Hast du dich gut verständigen? Also ich bin mehr so ein bisschen im Hintergrund, aber ich habe auch probiert, weil vor allem, wenn ich gehört habe, da schwätzt jemand Französisch zum Beispiel, dann bin ich an und habe es probiert, um mit ihnen zu kommunizieren. Und, das, ja. Und wann gehst du selber in die Fasnacht? Bin ich selber in die Fasnacht? Ja, wann? Ja, wahrscheinlich nicht wahnsinnig, weil wir sind alle wieder ganz zum Arbeiten. Und dann kommst du nicht immer dazu. Oder du bist zu mir, um nach dem Arbeiten noch zu gehen. Genau. Ja. Thank you.
Ich verstehe nichts! Ob das streng ist? Ist das streng, das Beizchen? Also, das können andere besser. Sorry. Haben Sie Freude, der Fasnacht? Ja. Ja, immer noch voll drauf. He? Was hat Ihnen am besten gefallen jetzt hier? Was? Ja, ich habe gerne Betrieb. Thank you.